So, ein neuer Tag. Und jetzt habe ich hier wirklich schwarz gekämpft, weil der Platzbetreuer nicht erschienen ist. Er sollte gegen Quittung eigentlich 3 Euro verlangen. Aber ich habe ihn wohl noch im Winterschlaf überrascht. So, auf geht's auf ein neues. Und das Schöne ist, kein Gegenwind. Hier ging halt sehr viele Altwasser. Ich sage euch, ich leide wie ein Hund, dass ich da nicht reinfahren darf. Echt gemein. Hier ist der Eingang zur Fischtreppe. Oh, und wieder einmal glücklich rausgekrabbelt. Oh, und das ist der untere Eingang von der Fischtreppe vom Wasser aus. Und der Gegenwind ist wieder aufgewacht. Man merkt schon, je weiter man runterkommt, desto mehr wird eingegriffen. Und so kann man auch sagen, die geraden Strecken werden immer länger. Und jetzt, wie am zweiten Tag, endlich eine richtige Biberburg. Bisher waren es immer nur Erdburgen, die eigentlich kaum als Biberburg zu erkennen waren. Also ist es eine richtig schöne Biberburg. Also das Schöne an der Gegend ist hier, der Biber macht wieder Hochbau. Man sieht die Burgen. So, jetzt wird es Zeit aufzuwachen. Da vorne hast du eine Kurve. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ja nicht schlecht. Also ich schätze mal, da werden die am Karfreitag wohl auch zu haben. Tja, das war's so mit dem Traum vom Cappuccino. Ja, sieh mal einer an, sogar damals gab es schon Fake News. Fake News von 1861. Hier hat einen Doppelbiberbau, einmal links vom Baum und einmal rechts. Hier hat es wieder für die Altmühl ein ungewohnt schnelles Stück.
Jetzt wieder mal eine ungewöhnlich schnelle Stelle. Manchmal frage ich mich schon, ob diese Altwasser-Nicht-Befahr-Regel auch für YouTube Klaus Wojtek gilt. Ich glaube, da kommen wir jetzt zu meinem Cappuccino. Okay, ich bin gerettet. Endlich kriege ich meinen Cappuccino. Oh, mein Kaffee zum Mittag. Schaut die Welt gleich viel freundlicher aus. Hier scheint der Müllkanal abzuzweigen, da geht ganz schön Strömung rein. Das war aber wohl ein Irrtum, hier kommt er wohl wieder raus. Nee, wieder ein riesiges Altwasser, ich darf nicht rein. Also der Weg wird kleiner und kleiner, hoffentlich endet der nicht in nichts. Wie gesagt, der Weg wird immer schmäler, kann man es erkennen, aber man sieht bereits die Burg.
Frösche trauen sich nicht mal zu kröten, wenn man sich hinterfragt. Hurra, das Boot ist noch da. Und wieder zurück in der Altmühl. Da vorne hast du eine Insel. Ihr fahrt jetzt links oder rechts vorbei. Ihr Fallschirmspringen könnte heißen aussteigen und schieben. Hier rechts ging es ohne weiteres vorbei. Das ist auch ein Eingang oder Ausgang zu den Überflutungsbecken, die da hinten sind. Hat sich ein Dach behangen. Kann man gar keinen Reim draus machen. Hier scheint es die Reste eines ehemaligen Wehrs zu haben. Und da hat er ein ziemlich flottes Stückchen drin. So. Da hat einen, der ist illegal unterwegs. Stand-up-Paddeln ist verboten auf der Altmühl. Oh, ich bin am Campingplatz in Kipfenburg, wenn ich es richtig informiert bin, und haben gesagt, es ist etwa 16 Uhr, aber ich gehe noch zur Burg rauf und dann würde ich wahrscheinlich weiterfahren, nicht mehr rentieren. Darum habe ich es schon dicht gemacht. Also, das ist Ende des Abendlandes. Jetzt verbiegen sich die Kreuze. Jetzt bin ich am Anfang vom Fußweg zur Burg rauf und oben ist auf jeden Fall ein Cappuccino, wenn das mal nicht motivierend ist. Aber man kann sie nicht besichtigen, die Burg selber, weil die im Privatbesitz ist. Geht dann voll einen Tickzackkurs hoch.
Da kriegen wir echt Schnappatmung im Mittelpunkt von Bayern. Also eigentlich doppelte Schnappatmung mit der Feststellung, dass der Mittelpunkt Bayerns in Franken ist. Auf der linken Seite der Donau. Das ist ja der Hammer. Ich habe schon gedacht, die würde nicht real existieren, aber da hat es endlich wieder einen Wegweiser. Hiermit präsentiere ich die Karstquelle Grüner Topf. Zumindest grüne Pflanzen hat's. Ich präsentiere einen Aussichtssteg auf die Altmühl, weil ohne Aussichtssteg würde man die verlauter Grünzeug nicht sehen. Der Biber ist einfach zu langsam.